Wann beginnen wir eine Behandlung, ist eine manchmal nicht ganz einfache Frage, weil sie verbunden sein muss, wie lange der Patient behandelt werden muss. Aufgrund der Vielfalt der verschiedenen Epilepsieformen gibt es Epilepsieformen, die sehr gutartig verlaufen. Es gibt im Kindesalter gutartige herdförmige und gutartige generalisierte Epilepsien, die mit der Pubertät verschwinden. Man kann darüber diskutieren, wenn dort sehr selten Anfälle auftreten, ob man dies überhaupt behandeln muss. Die generelle Regel ist die, dass man spätestens nach dem zweiten Anfall eine Behandlung beginnt, wenn man dies überhaupt identifizieren kann. Viele Patienten wissen gar nicht, dass sie über 1-2 Jahre schon begrenzte Anfälle hatten, weil sie so untypisch sind und erst ein großer epileptischer Anfall mit Versteifung führt dann zur Diagnostik. Die Therapie ist also eine individuelle Auseinandersetzung des Patienten mit seinem Arzt über die Sinnhaftigkeit einer Behandlung. Medikamente können eine Epilepsie nicht heilen. Medikamente führen nur dazu, dass die Schwelle für das Auftreten von Anfällen im Gehirn angehoben wird. Im Prinzip kann jedes menschliche Gehirn krampfen, wenn es geärgert wird. Wenn man die Schwelle anhebt, dann muss es einen stärkeren Reiz geben, um einen epileptischen Anfall auszulösen. Bei Epilepsiepatienten ist die Schwelle erniedrigt. Wenn wir also ein Medikament geben und die Schwelle anheben, schaffen wir es in der Regel bei 60-70% der Patienten schon mit dem ersten Medikament die Epilepsie zu kontrollieren. Voraussetzung ist aber, dass der Patient dieses Medikament regelmäßig einnimmt und dass er erst dann mit dem Absetzen eines Medikamentes beginnt, wenn er eine entsprechende Rücksprache mit dem Arzt genommen hat. Die Compliance, also die regelmäßige Einnahme des Patienten des Medikaments gegen epileptische Anfälle, ist die Voraussetzung dafür, dass die Therapie erfolgreich ist. Die Therapie hört nicht auf, wenn der Patient eine gewisse Zeit keine Anfälle hat, sondern die Therapie hört erst dann auf, wenn die Ursache der Epilepsie beseitigt ist. Dies kann zum Beispiel mit dem Erwachsenwerden, also mit der Pubertät beginnen. Dort verschwinden verschiedene Epilepsieformen. Es muss also in der ersten Stufe die Therapieentscheidung auch vom Patienten mitgetragen werden, dass man zur Verhinderung von weiteren Anfällen jetzt Medikamente einnimmt und dass die Chance auf Anfallsfreiheit eine Größenordnung von 50-60-70% mit dem ersten Medikament erreicht und dass dieses Medikament unter Umständen, wenn er zum Beispiel eine Narbe im Gehirn hat, die sich ein Leben lang nicht verändert, auch eine lebenslange Therapie bedeutet. Vor allen Dingen auch bei Frauen muss besprochen werden, ob dieses Medikament, was jetzt gegeben wird, mit einer Schwangerschaft verträglich ist, mit der Einnahme der Pille oder mit anderen Dingen, die dieser Mensch im Leben gerne machen wird. Es ist also eine intensive Diskussion eines von diesen 20 Medikamenten, die zur Verfügung stehen, auswählen. Auch hier gilt, dass ganz bestimmte Epilepsieformen besonders gut auf ganz bestimmte Medikamente eintreffen, andere Medikamente sogar die Epilepsie verstärken können, sodass eine intensive Diskussion darüber, welches Medikament für diesen Patienten passend ist, mit dem Arzt geführt werden sollte. Der Einsatz des richtigen Medikamentes und die nebenwirkungsfreie Therapie hilft dem Patienten weiter, auch compliant zu sein. Wir gehen heute davon aus, dass vor allen Dingen bei den im Erwachsenenalter weit verbreiteten herdförmigen Epilepsien fast alle Medikamente die gleiche Wirksamkeit haben. Sie unterscheiden sich wesentlich in den Nebenwirkungen und dies muss geprüft werden. Das eine Medikament kann dick machen, wenn der Patient bereits dick ist, ist es schlecht, dieses einzusetzen. Das andere hilft vielleicht beim Abnehmen und beim übergewichtigen Patienten kann das hilfreich sein und so weiter. Zusammengefasst ist wichtig zu wissen, eine Therapie setzt spätestens nach dem zweiten oder dritten Anfall ein. Der Patient muss überzeugt sein, dass das die richtige Maßnahme ist, sonst ist er nicht compliant. Die Medikamente müssen durchgängig mit großer Regelmäßigkeit eingenommen werden. Jedes Vergessen der Medikamente kann zu einem Rückfall führen. Und das Ende der Therapie muss ausführlich mit dem Arzt besprochen werden.